Was geht ab, Leute? Der Flut ist mal wieder am Start mit einem neuen Video. Und Leute, ihr habt es im Titel gelesen, ihr seht es im Gameplay. Area F2 Rainbow Six Siege auf Mobile. Für die Leute, die Rainbow Six Siege nicht kennen, also hier ist es so, man hat ein Fünfer-Team, das ein bzw. zwei Objectives, je nachdem welchen Modus man spielt, verteidigen muss. Und die sind hier alle mit Maschinenpistolen ausgerüstet. Und eben ein Fünfer-Team, das eine Bombe platzieren muss, eben an eins dieser zwei Objectives. Und die sind hier alle mit Sturmgewehren ausgerüstet. Zum Spiel selber kann man einfach nur sagen, es ist wirklich richtig, richtig heftig. Also der Entwickler ist, soweit ich weiß, ein unbekanntes, recht kleines Studio. Und trotzdem haben sie hier wirklich so ein fettes Teil released. Also wirklich heftig, heftig das Spiel. Es ist so krass gut angepasst an die Geräte. Es läuft wirklich so übertrieben nice. So viele FPS, richtig stabile Grafik trotzdem. Also wirklich top, richtig, richtig geil, kann man jetzt schon mal sagen. Dann hat man eben einfach noch so Operator, wo es dann eben für jede Fraktion verschiedene gibt. Und jeder Operator hat eben eine zugehörige Waffe und Gadgets. Und das sind dann halt so Sachen, die kann man jetzt zum Beispiel nicht vertauschen. Also jeder Operator hat eine zugeschriebene Waffe und der kann dann auch nur diese Waffe spielen. Und dann eben auch noch verschiedene Gadgets. Da gibt es dann so Sachen wie Greifhaken, das hat jetzt in dem Fall jeder. UAVs, die so auf dem Boden rumfahren, Standgeschütze, Kameras und so. Also wirklich so Haufen Zeug, was dem Ding halt wirklich so richtig viel Taktik verleiht. Also wenn man jetzt nur gut aimen kann und einfach schnell rusht und eine heftige Reaktionszeit hat, also ich sag jetzt mal so ganz primitive Dinge, die jetzt einen in Call of Duty schon richtig weit bringen, dann hat man hier in Area bzw. in Rainbow halt wirklich noch gar nichts gerissen, weil hier geht es wirklich extrem um Taktik und vor allem eben um Teamplay. Also wenn man schon sagt, in Critical Ops könnte man alleine nichts reißen, dann ist man jetzt wirklich hier in Area komplett lost. Also wenn man jetzt hier sich mit seinen Mates nicht ein bisschen abspricht, dann geht da wirklich gar nichts, wenn das andere Team auch nur ein bisschen was kann. Dann noch zum Spiel selber. Es ist wirklich überhaupt kein Pay-to-Win. Das Einzige, was man sich kaufen kann, sind Skins und die sind auch wirklich zu einem fairen Preis. An der Stelle möchte ich auch unser geliebtes Spiel Call of Duty Mobile grüßen. Und dann eben noch die Klassen, die man sich mit der Ingame-Währung freikaufen kann, aber das ist jetzt auch nicht wirklich extrem teuer und das kann man sich auch sehr gut freispielen. Also da ist jetzt nicht so, dass es wirklich nur einen Operator gibt, der so teuer ist, dass man den wirklich gar nicht kriegen kann, sondern man kann sich wirklich alles ganz entspannt freispielen und muss wirklich keinen Cent ausgeben und kann trotzdem eben schon richtig, richtig gut sein. Und natürlich dann die Frage, die euch alle interessiert, wann kommt das Spiel? Also die Beta ist momentan auf Android schon draußen und für jeden über einen APK-Download zugänglich. Für iOS gibt es bisher nur den Release in Brasilien, aber es gibt halt schon EU-Server, also man muss jetzt nicht irgendwie komisch mit einer VPN spielen, sondern kann schon richtig stabil mit einer richtig guten Connection zocken. Ich packe euch mal den Link zum deutschen Area F2 Discord-Server rein von Spielerfreunden, meinen guten Kollegen, die wo eben auch den COD Mobile-Server betreiben. Ich packe jetzt mal beide Links rein, den von Area und den von COD, falls ihr noch nicht drauf seid. Und wenn wir schon hier sind, dann kann man da direkt auch noch meinen Link drauf packen. Also jetzt habt ihr hier drei Discord-Server, Area, COD und eben meinen eigenen Community-Discord. Alles in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt irgendwie Probleme beim Download habt, dann checkt einfach den Discord-Server ab. Ich habe jetzt nicht irgendwie Bock, euch den APK-Link da in die Videobeschreibung zu packen. Da ist der Download auf jeden Fall richtig gut erklärt für beide Plattformen. Auch mega korrektes, kompetentes Leitungsteam, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Leute, die jetzt eben das betreiben da von Spielerfreunde, sind auf jeden Fall mega korrekt und helfen euch natürlich gerne weiter. Zum Release selber. Es ist wahrscheinlich, dass das Spiel am 30. April kommt, weil da die Preseason endet, die jetzt eben momentan noch läuft. Und danach, denke ich, kann man schon mit einem globalen Release auf beiden Plattformen rechnen, weil bisher das Spiel ist wirklich heftig gut optimiert. Es läuft übertrieben flüssig und ja, ihr wisst, Leute, der Hype ist da. Und zum Gameplay, also ihr seht es jetzt ja im Hintergrund, ich denke mal ein paar von euch, die jetzt mich auch schon oft darauf angesprochen haben, wann jetzt endlich mal ein Area-Video von mir kommt, die sehen auch, ich bin komplett lost im Game, ich versuche jetzt irgendwie ein paar Kills reinzuschneiden, aber ihr denkt euch wahrscheinlich so, was macht der Junge da, was geschieht mit ihm, was tut er da, tut mir auf jeden Fall leid, ich bin noch ein absoluter Noob, ich werde doch übelst zerrissen, wirklich, also keine Ahnung, dem Game läuft bei mir nicht wirklich gut, da bin ich in COD echt viel besser, also klar, COD ist auch voller Bots, cool, aber trotzdem, hier in Area geht auf jeden Fall nicht viel bei mir und ich habe auf jeden Fall Bock, mich reinzusuchten, mir dieses taktische Gameplay anzueignen. Und ich denke mal, es ist auch wirklich eine ganz nette Abwechslung neben Call of Duty Mobile. Noch ein paar Area-Videos und ich denke mal, viele von euch fahren das Game auch.
vor allem jetzt eben hier die Hardcore-Schwitze, die auch unbedingt wollen, dass ich mal ein Area-Video raushau. Dann auch noch hier eine kleine Sache für die Leute, die sich jetzt schon mit dem Game auskennen. Gebt unter Events bei Recruitment gerne meinen Code ein. Dann bekommt ihr 500 von dieser Gratis-Währung, einen zeitlich begrenzten Skin. Und wenn ihr euch im Level hochspielt, dann bekomme ich auch ein bisschen was. Deswegen gönnt ein bisschen, Leute, gebt meinen Code ein. Und ja, Leute, sagt auf jeden Fall, wie euch Area gefällt, ob ihr jetzt Interesse an dem Spiel habt, ob ihr Bock auf das Game habt, ob ihr es spielen werdet, wenn der Global Release ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.